Hey und herzlich willkommen zu einem frischen neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr die neuen Batman Items benutzt und im Kreativmodus bekommt. Als erstes geht ihr unter Geräte und rüstet die Truhe aus. Warum ihr die braucht, werdet ihr gleich sehen. Diese platziert ihr am Rand des Blocks und wählt die Goldkiste aus. Diese Goldkiste platziert ihr ein paar Mal. Ich würde euch empfehlen, unbedingt sehr, sehr viele zu bauen, denn diese Items kommen sehr, sehr selten vor. Wenn ihr genug Kisten habt, dann geht ihr unter Verbrauchsgegenstände und rüstet die Schockwellengranaten aus. Mit den Schockwellengranaten impulst ihr euch gegen die Kisten. So könnt ihr alle auf einmal aufmachen. Und ihr könnt sehen, hier ist schon das erste Batman-Item. Ich werde schauen, vielleicht finde ich irgendwo das zweite auch noch. Hier ist es sogar noch. Wenn ihr die zwei Items habt, dann rüstet ihr auch noch unbedingt unter Geräte den Spawnpunkt von Items aus. Nun könnt ihr diese zwei platzieren und geht unter Spielen, so könnt ihr in euer Inventar und legt die zwei Waffen einfach auf die Spawnpunkte. Jetzt könnt ihr noch anpassen, wie oft sie spawnen, wann sie spawnen und wie groß sie sein sollen. Wenn ihr das gemacht habt und wenn ihr noch immer nicht glaubt, dass es immer geht, dann geht ihr einfach an meine Insel und das Spiel starten. Jetzt werdet ihr merken, dass diese Items gleich spawnen werden, denn weil ich habe eingestellt, dass sie erst nach 10 Sekunden spawnen. Und wie im normalen Spiel könnt ihr sie einfach alle verwenden, hochboosten, den Kleid aufmachen und wie im echten Spiel machen sie auch 50 Schaden. Und falls ihr nicht wisst, wie man diese Items benutzen soll, dann werde ich euch noch im Gruppenkeiler ein paar Kills zeigen, die ich mit dem gemacht habe.